Moin Leute, hier ist wieder ein kleines mit Let's Play Final Fantasy 13 2. Im letzten Part haben wir Chaos besiegt und tja, nach der Schokobo ergreift das Ding an. Wollen wir noch mal einen Kampf in diesem Part haben? Also, was heißt mal, wir haben gerade einen Bosskampf gehabt. Nämlich die Eaglets, die kennt ihr glaube ich noch gar nicht. 3250 Lebenspunkte, Serienresistenz 25, Schockwert 200%, Dropschätze, Polymorph-Chips und Schweiß, ist gegen zustandsresistenten Angriff runter, immun, der Schaden von Feuer wird gegen ihn halbiert, die Schwäche ist Eis, alles andere normal, er ist zähmbar und die Merkmale führt verheerende Feuerelementarschaden aus. Gut. Die habe ich, glaube ich, alle offscreen gemetzelt, weswegen ich auch schon die Werte kenne. Aber finde es ganz gut, dass die mal auftauchen, damit ihr sie gesehen habt. Wir greifen einfach weiter in diesen Modus an. Warte mal, habe ich jetzt eigentlich eine Manipulatorrolle schon für Dings eingerichtet? Wo haben wir's? Keine Manipulatorrolle. Okay, wir haben 220 Kristallpunkte. Wir haben einen Eaglet sogar gezähmt und erhalten einen Polymorph-Chip. Was ich aber über Eaglet schon weiß, ist, dass er kein Heiler ist. Weswegen ich ihn auch nicht benutzen werde. Chocobo jetzt erstmal auch nicht. Ihr lasst mich bitte mal in Ruhe. Wir sind sowieso schon überstark, wie man am Kaios-Kampf bemerkt hat. Deswegen will ich jetzt nicht zu viel metzeln. Wir gehen gleich erstmal durch das Zeitportal, aber erstmal in den Paradigmen manuell eingeben, dass wir in der Kooperationsinitiative statt den Verteidiger Noel den Verteidiger Sarah haben und den Manipulator hier. Ansonsten wäre die Kooperationsinitiative im Prinzip fast das hier in grün, also fast die starke Allianz in grün. Jetzt haben wir da halt Vergeltungs, was auch immer, und reisen durch die Zeit. She was the same. The same face, the same voice. But even so, she didn't know me at all. You mean you? Yes. Well, no questions? Etwas über Jungle bereitet Noel Sorgen. Er wundert sich. Warum, dass keine weiteren Fragen kommen. Wie möchtest du antworten? Die Antwort könnte dir schwerfallen. Ich werde dich fragen. Entschuldige, ich war in Gedanken. Es ist doch etwas Persönliches. Nehmen wir das. Seems to me that if I ask, you'd have a hard time trying to answer. I know what it feels like, not being able to explain how you feel. So I won't ask. Thanks, Sarah. We'll talk about it soon. Sure. Lightning, Noel and I traveled to Erba. You wouldn't believe how much happened to us there. We found a prophecy that the Seeress of the Farseers had recorded. We saw a young girl called Yule, just like the Seeress. And we met a man named Caius, the man you were fighting in my dream. I guess what worries me the most, though, is that Noel looks sad. Sadder than I've ever seen him. There's something else, too. The strange thing that both Caius and Yule said about the past. If you change the future, you change the past. I'm afraid of what that might mean for us. When Noel and I solved the paradox, we changed the future. Does that mean the past of Hope and the others has also changed? Dialogträgerbelohnung Feuerkranz Rot erhalten. Zu lange Ladezeiten werde ich übrigens schneiden. Also hier in diesem, wie nennt man das? Chronosphäre. Ja, genau, in der Chronosphäre. Mal sehen, was wir da jetzt alles zur Auswahl haben. Ein neues Zeitportal geöffnet. Warte mal. Sarah und Nulls Handlungen haben die Geschichte verändert. Eine Raumzeitdimension ist entstanden. Neu entstandene Raumzeitdimensionen sind gesondert gekennzeichnet. Die Null in der Jahresangabe wird mit einem X ersetzt, was das Einläuten einer neuen Ära markiert. Start JS10 wird hierfür also JS
1x angezeigt. Oder x1 dann wahrscheinlich, oder? In beiden Fällen handelt es sich um eine Raumzeit, um die Raumzeit 10 Jahre nach dem Sturz von Cocoon. Durch die von Sarah und Noel hervorgerufene geschichtliche Umwälzung besitzen die Menschen in der neuen Zeit andere Erinnerungen und sind Zeitzeugen einer gänzlich anderen alternativen Geschichte. Sowohl die alte als auch die neue Raumzeitdimension lassen sich in der Chronosphäre ansteuern. Ah. Und so wie es aussieht? Nee, kann ich nicht sagen. Doch. Hier, dieser Punkt scheint offensichtlich eine Veränderung der Geschichte zu sein. Das bedeutet, wenn ich auf der Karte zähle, sind wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Geschichtsveränderungen sind uns also möglich. Und hier scheint es 2 Stories zu geben. Und hier 3. Brescherruinen. Ha, Fragmente. Ich weiß nicht. Ich gehe erstmal hier hin. Of Yashas stands the ruins of the Farsia city Padra. This was the capital of a flourishing civilization storied in the annals of Grand Pulse. Here, the young Hope Estheim is leading the academy in an effort to learn more about the mysterious Oracle Drive. However, this world is not like the world of 10AF that Noel and Sarah had visited previously. Things have changed. Dann wollen wir mal diese veränderten Dinge betrachten. Yasra Massiv 01X. Okay, dann kommt hier der Schnitt. The sun is back in the sky. The eclipse is over. Or it never existed in the first place. History here has changed. If the paradox didn't happen, then maybe Hope never had any reason to come here. There's still the Oracle Drive. Maybe that would have been enough of a draw for him. Only one way to find out. Lass mich runter! Ich muss runter. Da war noch was. Ja, da sind wir wieder. Wieder an der Akademie, in den Brescherruinen. Kontra-Artefakt Begegnung erhalten. Stimmt, es gibt ja diese anderen Portale, die mich dann sonst wohin führen, was wir noch nicht gezeigt haben. The foul sea that caused the eclipse. What was it looking for up in the sky? The future maybe? Who knows? Keine Ahnung, ob wir gegen die eine Chance hätten, aber ich halte es nicht für What the? Das sah so aus, als wäre er durch den Boden gefallen, Alter. Welcome home. How did you... Yule! Did you come through the gate too? The one you met was a different Yule. A Yule from the future. What? So, you don't know me either. I know about you. I've been watching you both. You can see the future, can't you? I can trace the timeline. I see the future and lead others along the correct path. I came here to confirm something I already know. You and I are the same. What do you mean? You too can show others the way. Wait. I don't get it. How are we the same? Das Symbol. Das hatte Sarah ganz am Anfang des Spiels, bei mir in Part 4. Oder 3? Part 3 oder 4 war das. Wo man Sarah zum ersten Mal gesehen hat in Neo Bodum. Noel, was sagst du dazu? It looks like Yule lives in this time too. Noel, are you okay? Yeah, it was just so unexpected, threw me for a loop. Das Mädchen hat große Ähnlichkeit mit der Yule in der Zukunft. Was hat das zu bedeuten? Große Ähnlichkeit? Die sehen genau gleich aus. Hat Yule eine Zwillingsschwester? Ist Kaios ebenfalls hier? Wie sind wir uns ähnlich? Ist Yule eine Zeitseherin?
Wonder if Caius is somewhere around too, like he was back in Erba. If he does show up again, it's going to be trouble. Uh-huh. Next time, I don't think he'll be so quick to let us go. Yeah. Fingers crossed there is no next time. Yep. Weil das wäre ein bisschen plötzlich. We journeyed through time, solved the paradox, and met two girls who looked exactly the same. And now, at last, we found our way back to Hope's Oracle Drive. He'll be waiting for us. Or perhaps he won't. Maybe after all this time, Hope has forgotten us. Nun hoffen wir das nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall dann im nächsten Part von Let's Play Final Fantasy 13 2. Bleibt artig und wartet darauf, denn er wird bald kommen. Ganz bestimmt. Dann, ciao.